Kleines Update von der Baustelle. Irgendwie haben die alle keine. So, hä? Schaut mal, die Jenny ist da. Hallo, ich bin die Jenny. Wie geht deine Hose aus? Ja, die leuchten. Ja. Okay, Leute, wir bereiten hier die Playparty vor. Der Hund so, hä, du willst rausgehen? Dann geht einfach raus. So, es ist doch eher so, es bist doch du. Endless possibilities, kenne diesen Shit und spiel das Spiel hier ganz alleine durch. Ich nimm dich mit, komm, sei dein Ziel. Breit die Flügel aus, sei dein Held. Wie weit bist du mit Masters of Limitations? Seite 20. Und hast du schon gut deinen Kopf gefickt? Ja. Also Leute, wenn ihr einen Kopfpick haben wollt. PDF ist auch ein Google Drive Folder. Guten Morgen. Excuse me? Wir haben 2022. Being Savages. Mal wieder ein good old daily Vlog. Ja, lehnt euch zurück. Schnallt euch an. Ich bin wieder in Berlin. Heute ist Meetup Time. Es kam gerade Pringmeister. Pringmeister ist einfach Edeka. Einfach nicer stuff. Hier ganz viele Mousse, hier auch so Peanut Butter und Tahini. Also ich mag eher so High Carb, Low Fat, wisst ihr eh, auch so ein bisschen davon. Aber hier habe ich immer so viele Leute, die immer so fertig, wo sind die Mousse? Hier ist die Mousse. Ja, der Leopold schläft hier. Heute ratatouillen wir das nächste Flow State Retreat in Portugal. Das wird so sick, deswegen bleibt dran für den Party mit allen Informationen. Und ja, mal schauen, was der Tag noch so bringt. Ich gehe zu einem Yoga-Studio mit Britney, nicht zum Yoga machen, sondern zum Auschecken. Denn da hosten wir die nächste Play Party. Morgen, das war auch sehr flow-state von Britney, weil die jetzt komplett übernommen, weil ich war so, ey, mein Excitement war einfach nach dem letzten Flow-State-Retreat so viel mit Leuten und jetzt wieder so mehr alleine zu sein und weniger zu machen. Aber was heißt weniger machen? Man macht ja immer irgendwas, mehr zu empfangen, connect mit meiner Higher Mind, da einfach so viel Bashar hören, viel Filme schauen, viel, was ich so machen wollte, wenn man halt alleine ist. Ja, und das habe ich gemacht und sie hat die Play-Party halt übernommen. Ich so, immer noch keine Location. Hast du jetzt eine? Weil es ist morgen. Sie so, heute Morgen, sie hat eine. Ich so, nice. Die schauen wir uns an. Jemand kommt vorbei, schaut sich die Wohnung an, denn ich bin so nach Portugal excited, mich aber nicht mehr in Deutschland zu sein. Also ist okay, weil Circumstances don't matter, aber ich bin ja frei. Hier ist ja keine Leine. Ich kann ja machen, was ich will. Deswegen, was excited mich am meisten? Vermutlich erst Pai und dann ab Dezember. Kopangan, Joint Family. Es wird so krass. Ich komme literally mit über 100 Freunden. Aber ich habe ja auch keinen Plan. So, ich gehe hin und dann schaue ich. Das ist mein Plan. Ich habe so Recallings. Ja, hört euch den englischen Party an mit Britney. Der ist so nice. Nach langer Zeit mal wieder ein englischer Party. Und dann malen wir so das Bild von Kopangan. So diesen Conscious Community Space, den wir da einfach sehen. Hier im Ghetto. Kleines Update von der Baustelle. Schaut mal, ich habe hier eine neue Treppe. Es geht jetzt einfach eins höher. Denn Manifesting Mode ist einfach on. Und what you put out is what you get back. Hier ist eine Physical Reflection. Hier geht's bald hoch und dann geht einfach dieses Imperium hier weiter, deswegen bleibt dran. Und ja, lehnt euch zurück, schnallt euch an. Manny hat ihr iPhone verloren, sie ist iPhone los. Das war Samsung. Verdient, jetzt hast du ein iPhone geholt, oder? Ja. Siehst du, die Universe. Aha, ich wollte sowieso ein neues kaufen und es war richtig Synchronicity, so ich hab's zwar, aber es ist kaputt so und jetzt muss ich mal ein neues kaufen. Und jetzt hast du auch noch die Erfahrung für ein paar Tage ohne Handy und siehst mal, voll, was Handy einfach für Magic ist, was für ein nices Tool, aber wie man halt auch ohne klarkommt, weil... So, ja, ich brauch doch kein Handy. Aber ich bin doch frei, so, ich kann doch eins haben, so, ich brauch's doch nicht. Deswegen, was excited dich und check, du kannst. Nicht so, du musst, aber du kannst. Du bist frei. Und dann, ey, ja, geil. Ich bin excited, ein Smartphone zu haben und wieder nicht so, das ist gut oder schlecht. So, es hat, ist einfach ein Tool, es hat keine eingebaute Bedeutung. Es bist alles du. Es ist wie du es nutzt, so. Und ich benutze es einfach geil, um Leute zu kreieren. So, woher kommt Melly aus meinem Smartphone so raus? Klar, Digga. Und alles so, alles kommt, ja, literally. Und ja, deswegen, wie ihr wollt, wie euch excited. Freedom is your birthright. Mach doch, was du willst. Folg doch nicht deinem Excitement. Flieg doch auf die Schnauze. Ah, Resistance, Pain von der Higher Mind, Course Correction. Mach doch, was du willst, so. Aber ey, wenn du halt sehr unzufrieden, sehr unglücklich bist, so, ey, hier, ich habe eine Suggestion. Follow your highest excitement. Check die ganze Formel. Hör meinen Podcast und checkst, dass es du bist. Und dann mach und watch, but always watch you back. Du smilest in den Spiegel, der smile zurück und du fährst diese Realität. Mic drop. So am Flown, let me cut you up to speed, weil ich habe gar nicht gevloggt. Ey, das ist real life, das ist es halt. Und dabei zu sein, deswegen mache ich nicht mehr so viel Vlogs, sondern mehr Podcasts. Erzähl es euch dann da, weil ich erlebe es doch. So wie, bam, ich flow zu dem Yoga-Studio, wo die Playparty-Location ist. Und die ist so geil und ich bin da mit Britney und den Besitzer. Und es ist einfach so dieser Vibe, der ist so priceless. Einfach alles Herz zu Herz, da ist alles klar, alles ist easy, alles ist leicht. Und wir manifestieren, was uns excited. Bam, bam, bam und wir werden da morgen so einen geilen Vibe kreieren. Wir haben so ein geiles Yoga-Studio gefunden für die Playparty. Es werden über 60 Souls diesmal, also die wird richtig fett. So 66 Souls werden wir. Fuck yeah, oh mein Gott. Ey, das ist so krass, einfach wieder diese Worte, so limitierend. Und dann wieder Synchronicity, Synchronicity, Synchronicity. So jemand kommt, der in meiner Wohnung wohnt, während ich im Winter weg bin und sie ist wieder so nice, halt immer so, ja. Yeah. It matches your frequency, all that, so Synchronicity matches your frequency. Watch what you put out, watch you get back. Ich zieh die nicesten Soul an. Ey, ein weiterer Soulmate in der Familie, so, zack.
so, jetzt hole ich mein neues iPhone ab und nicht so, ja, da ist irgendwer, ja, wer ist denn da? Der verkauft so, so ein nices Päckchen, so rein, hier ist mein Party, bam, zack, komm aufs nächste Meetup, komm, sei doch dabei von der Fan, so, komm doch mit nach Kopangan. Und dann, ja, warum sind wir da zusammen? So, es ist so ein Zufall. Ja, was ist dieser? Es gibt keinen Zufall. Es ist alles Synchronicity. Oder richtig viele Zufälle oder einfach Synchronicity. What it is. Boah, ich habe gerade mit Leopold Spotty hier aufgenommen. Über Flow City Treat 3, nur in Portugal. Meer, Sonne, warm. Ey, hört den Podcast, fühlt rein und meldet euch an, wenn es euch excited. Zu krass. Und ja, die Männer über einkaufen. Wir morgen. Bis? Die Playparty. Wie du das gesagt hast. Also ja, das war's. Ja. Die. Ist die Playparty. Und ja, ich meine so, ja, nimm hier mein ganzes Cash und kauf ganz viele Snacks. Und hast du nice. Oh, Schock. Aber es hat nicht so viele Mangos gegeben, die frei waren. Ja, brauchen auch nicht viele, weißt du? Gar keine? Keine Sprühsahne? Schuldatteln waren nur in so kleine Packungen. Okay. Also. Aber Schoko, vegane Schokosauce? Schokosauce noch hat es auch nicht gegeben. Nein? Nee. Ich meine so zu Britney, weil es so nice für Sensual Eating, also mit veganer Schlagsahne und Schoko Cream. Weil es halt auch so schnell kommt man einfach nice in die Mood, weil es so witzig damit, so oh, und dann ist man so schnell einfach nice am Flown. Irgendwie haben die alle keine, so hä? Also meine Reality, I don't know. Na, der Leopold macht hier noch was Nices zu essen. Oh, geil. Ja, ich hab mir hier ein paar nice Fruits mit roter Beete so. Einfach nice, Mann. Schaut mal, die Jenny ist da. Ja gut, ja. Dann machen wir uns jetzt fertig. Ich dachte, die Jenny hat was zu sagen. Ja. Na endlich, jetzt kommt's. Wir machen uns nicht fertig, weil fertig machen sagt man doch so, wenn man, ich mach dich fertig. Ich mach mich fertig, ist doch ja was ganz anderes. Oder du richtest dich her. Ja, aber man kann ja auch sagen, ich mach mich fertig. Das also so meine ich es denn. Das ist halt einfach so, weißt du, das ist ja... Ja, Flosser. Also das ist ja nicht so ein Wort wie so, ich stress mich, weißt du? Wieder so ein dummer Flosser. Ja, aber jetzt schneidest alles raus so. Ich dachte eigentlich, die Jenny macht was Witziges so. So, Jenny, was witzig ist, 3, 2, 1. Action! Also wir machen uns jetzt, wir richten uns her. So als wäre ich nicht immer hergerichtet, so. Weißt du, ich mache mich fertig. Nee, also... Aber als wärst du nie fertig. Ja gut, ich gehe jetzt noch nicht los, ich mache mich ja fertig. Wie nenne ich es denn dann? Du bist bereit. Ja, aber ich bin doch immer bereit, so. Aber du bist ja auch immer fertig. Scheiße, Leute, ich bin im Loop. Wir sind im Loop. Wir sind im Loop. Im Loop. Weißt du, was denn einfach aus der Tür rausgehen, ohne Schlüssel, so. Spaß. Einfach flossed. Dann mache ich es jetzt einfach so. Hier, Jenny. Ja. Hast du Bock, meine Wifi zu sein? Ja, ein imaginärer Ring. Hier. So, einfach kriege ich die Ticks, Mann. Der ekle gefährlich. Aber du weißt schon, morgen dann auf der Playparty, monogam, nur wir beide. Ich hab den Ring am Finger, siehst du ihn? Also ich sag mal so. Ja? Flossed. Siehst du ihn? Nee, ich seh ihn nicht. Also ja, morgen monogam auf Flowstead halt, oder? Ja, aber Ferdi hat heute schon mal geheiratet. Ja, ach, das stimmt, die Vivi, ja, die hier einzieht. So Synchronicity einfach wieder verliebt, so. Und ja, Vivi, du weißt Bescheid. Du weißt eh. Fritz, erinnerst du dich noch daran, als wir hier die Mülltonnen hingemacht haben? Ja. Ich komme ja wieder und... Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ich sag mal so. Ratatouille. Nee, also, ja, Leute. Was soll ich denn sagen? Was willst du von mir hören? Gar nichts, du wolltest was sagen. Sag doch. Ja, okay. Okay, ich sag's. Und das ist diesmal nicht Ratatouille Flowstead, sondern es ist Kreuzkommen. Das verstehe ich nicht. Oh, Junge. Wusstest du, wie heißt das? Man kann einen Planche auch auf den Ellbogen machen. Elbow lieber. Auf jeden habe ich gerade gemacht. Geil, gib ihm. Pass auf deine Handgelenke auf. Nice. Oh, ich habe Hand gefilmt. Nice. Ferdinand hat gesagt, ich soll den FLOG übernehmen. Ich glaube, ich habe meinen Job bisher noch nicht so gut gemacht. Also werden wir jetzt auf die Reise gehen und die Leute interviewen. Du brauchst einen Anruf, Ferdi? Hallo, ich bin die Jenny. Wie geht deine Hose auf? Wow. Was ist hier los? Wer sind diese Menschen? Hallo, möchtest du was sagen? Nee. What's going on here? Hallo, Benny. Hallo, Jenny. Hallo Adrian. Ich hab deinen Namen vergessen. Mein Name ist Ole. Ole, Ole, Ole. Pauli hat die weichesten Lippen, hat der Philipp gesagt. Hat der Philipp gesagt? Spaß, ich weiß es sowieso. Die sind Jenny und Philipp approved. Streng dich jetzt an. Komm, zeig mal, was du kannst. Pass auf. Bist du ready, Philipp? Boah! Ey, Pauli, lass mal eine Runde gemeinsam. Ja, wir hätten Pauli, lass mal fordern für danach. Spielst du gut? Ja. I doubt it!
Sertan, streng dich an. Ja, Sertan, du schaffst das. Streng dich okay, an. Okay, mit Jennys Power schaffst du das. Puh, Irina, upside down oder was? Ja, mein Puls. Okay. Ich muss ein bisschen Blut in mein Gehirn kriegen, weil sonst funktioniert es gar nicht. Okay. Ey, es ist einfach zu nice, Mann. Weißt du, was ich sagen will? Ja, es ist zu nice, Mann. Es ist einfach der Vibe, weißt du? Es ist so, das ist halt wieder das Ding so, ich vlogge heute, aber mittlerweile sind Daily Vlogs, ich bin so in the moment, dass es halt immer so, deswegen geil ist. Halt so, ja, genau, aber das dann vlogge ich halt das meiste Mal nicht, weil es ist ja auch so scheißegal. Ja. Aber jetzt packen wir Brightball. Brightball! Das ist Brightball! Brightball Spike? Scheiße, nein, Spikeball Bright, so aus. Und dann können wir das Spikeball Bright spielen, ja dann nicht, weil ich. Ja. Aber das Ding ist, ich habe ja gerade gesagt, ich habe zwei Bälle, also kannst du auch anders spielen. Schau mal hier, schau mal hier. Boah, der war scheiße. Schau mal her. Es gibt kein Scheiße. So? Ich spiele mit Licht. So? Ich und das, wenn es jetzt noch dunkler wird, ist es so abgespaced. Wie hast du das denn da reinbekommen? Hallo. Ja, Digga, ich dachte, du hast das selber so special-mäßig nein, gemacht. Weißt du? Ich habe einfach so, ich so, es werde Licht. Denkt ihr Magic so? Also, ja, ich habe gerade den Longsleeve nicht an, aber fuck normal, I want Magic, so, weißt du? Und jetzt der Rim, der leuchtet auf. Das Ding ist halt, also kurzer Spikeball-Nerd-Tipp, wenn ihr es Premium wollt, weil den Rim setzt man eigentlich oben drauf, aber ist der Rim halt ziemlich dick. Aber man kann halt den Rim drauf, Netz ab und dann das Netz über den Rim. Weißt du, wie ich meine? Ja. Genau. Nein. Ich hab's gecheckt. Okay. Aber ja, guck mal, da ist der Philipp. Zeig mal, Leute, schafft mal die Kamera in ihre Faces. Hab ich doch schon. Wow. Jesus. Philipp. Ich hab hier den Mond. Du hast den Mond. Echt? Ja, klar. Schau. Das war für ungeflaggt. So. Ich hab ihn einfach ey, krass, deswegen ist der hier auch gar nicht. Ich hab einfach entschieden, heute... Lauf ich nicht über Wasser. Heute spielen wir mit dem Mond Spikeball. Geil. Ja, okay, lass es doch machen. Ja, oh, ja, die leuchten. Ja. Ja. Wow. Hallo. Na? Ja, was machen Sachen? Ah, wir haben jetzt einen Deal. Ich bin jetzt die Kamerafrau. Ja, Fritz, du bist in Rente. Fritz, du und ich, wir sind jetzt auch verheiratet. Walla Krise. Boom, Weihnachten! It's beginning to smell a lot like Spikeball! Everyone is coming out! Smell! Riechst du nicht den Spikeball hoch? Doch, ich riech's. Du hast den Spikeball. Warte. Oh. Aber es stinkt nicht. Hört das Podcast. Hört den Podcast von Ferdinand und mir. Der ist echt, ich kriege so viel neues Feedback heute. Die Leute ey, ich auch. So, ja. Die kommen auf mich zu und sagen, ja geil, dass ich es so real gemacht habe und doch sind so deep und so. Ja genau, weil das ist halt deep dann. So, das ist es so. Sich nicht so ernst nehmen, nicht so, ja, ich bin jetzt der Ferdi so, ich hab's gecheckt so, ja ich bin der Ferdi und so, ey lass einfach Spaß haben so. Ja. So kommt doch hierher, seid doch Teil von der Family, so ey kommt doch einfach, jeder ist doch welcome so und Herz zu Herz so und einfach dumm sein ist doch geil so. Wer hat nicht Bock dumm zu sein, oder? Also ich bin ja nie dumm, wie ihr wisst. Also. Eine Lüge! Warte, aber eine Lüge. Real Talk so, manchmal muss man auch ernst sein. Man muss. Du musst ernst sein. Schöne Menschen so. Morgen werde ich dich alle nackt sehen. Okay, ey, es wird so nice. Morgen. Ich wünschte. Ich kann dir auch noch mal sagen, wie so eine Party abläuft, weil ich habe keinen Plan. Ich auch nicht. Aber hör dir das Podcast an. Ich will nur mit Irina rummachen. Aber ich will jetzt. Ja, aber jetzt will ich das nicht erzählen. Okay, dann machst du. Aber schau mal, morgen ist ein riesen Intro-Workshop und dann erklären also, wir alles. Wenn man so um vier da oder. Nein, du musst pünktlich kommen. Ja, um vier. Wir machen die Türen zu. Fünf ist Türen zu und dann machen wir ich und Brittany. Wir machen Brittany und ich. Wir machen so einen krassen Intro-Workshop und da ist alles klar. Und dann, wenn Fragen sind, raise your hand, weißt du? Okay. Was ist denn mit Carsten los? Weil Jenny, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Dann blickst du, ja. Okay, ja. Also. Nee, Jenny wollte gerade ernst. Party? Ja. Und ja. Bist du nervös? Ja. Wirklich? Ja. Ja? Ja? Aber auf weil Sophia noch nichts davon weiß. So. Sophia? Wir machen Date zu zweit. So. Ja, halt. Ich so, Bro, ich habe Geburtstagsgeschenk für dich. Ja. Aber ist auch, also ist ja eigentlich egal, weil Britney hat gesagt, man kann alles machen. Ja, also man kann auch einfach nur daneben stehen und ja, und das ist es ja, weißt du, ein Space, wo du einfach sein kannst. So viel, wie du von den anderen erwartest, so viel erwarten sie von dir, ja, weißt du, und zwar gar nichts. Und das ist ein Ort, wo du einfach sein kannst, aber wir normalisieren alles. Also vergiss alles, was du in der Gesellschaft gelernt hast, so, oh, das ist gut, oh, wenn die da sich küssen, dann schaue ich weg. Da. Nee, vergiss alles und einfach Herz zu Herz sei und was dich excited. So, ja, was ist Konsens? Ja, ist er excited die andere Person auch, nur auf diesem Level. So, und das erklären wir alles so im Intro. Ja, Workshop, komm, jetzt einfach spielen, bitte. Das klingt ja auch in Englisch, ja, oder? Ja, es ist in Englisch, weißt du, aber richtig heftig. Ja, ja, ja. Also, was ist das eigentlich zwischen uns? Jetzt mal Real Talk. Was ist schon Real Talk? Ja, also Real Talk ist, ich sag mal so.
Ja! Also jetzt ohne Scheiß, ist es was Ernstes zwischen uns? Ja, so ernst. So ernst, wie ich mein Leben nehme, ungefähr. So ernst, so. So ernst. Genau, ja, was ist dieses Ernst? Hier gibt es keinen Ernst. Ernst, wer ist Ernst? 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 Er ist kein Ernst. Der einzige Ernst, der hier existieren. Was? Irgendjemand kommt, jemand so, hallo. Stell dir vor, ich so, hallo, ich bin der Ernst. Ernst, der ist, ja? Also, okay. Hat noch nie gegeben. Wegen Savages, in diesem Sinne. Wegen Savages. Ist dieser Shot out? Aber es ist nicht das Outro. Nein, weil ich mit der Kamera drauf. Okay, okay. Und das ist noch nicht das Outro. Und machst du vielleicht ein paar nice Spikeball-Shots? Ich spiele doch selber mit, Bro. Ja, Bro! Scheiße, wo ist der Ernst? Ernst! Schaut euch mal diese fette Fruit Blade an. Einfach Fruit mit roter Beete. Oh, Omega-3 von Rocker. 10% mit dem Code Ferdi. Und Balsamic Vinegar. Ich habe gestern den Vlog nicht beendet. Was war das auch wieder für ein Vlog? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich so nichts gefilmt, aber die Jenny hat richtig viel gefilmt. Deswegen, there you have it. Einfach ein weiterer realer Vlog. Heute, das vlogge ich nicht. So, ich würde es gern vloggen, so auf quote unquote heimlich, weil im Nachhinein würde sich jeder voll freuen. Also nicht so, das dann online sharen, sondern einfach für jeden so privat. Aber dann Jenny das, I don't know. Einfach so, weil heute ist die Blade Party und das ist einfach so schön, was wir da kreieren. Das ist einfach schön, das ist einfach Liebe. Grillen mit Kameras drin, die ekligen. Philipps Freund damals der Uni, der hatte wirklich so eine Brille, wo sie so Ergebnisse gesehen haben mit den Lösungen. Hat er das so abgedingst, dass er dann das wusste. Richtig sneaky, deswegen, wenn ich heute mit der Brille ankomme, so ja, hier, der Weise, so, ja, in Wirklichkeit, der Eklige. Ja, nee, es ist einfach halt sowas Schönes, aber ey, das Beste ist einfach, das Bild zu malen, hier mit der Frequenz von den Wörtern und danach einfach Leute, die dabei waren, einfach ihre Experience zu teilen auf dem Podi und das Bild zu malen und dann mit eurer Vorstellungskraft seht ihr es, ja, und das ist ja so schön, das ist ja eigentlich sogar schöner. So einfach dabei sein, wisst ihr? Weil die Experience ist es halt immer, die Experience. Aber so ein schönes Bild zu malen, dann könnt ihr reinfühlen, ihr habt Excitement und jetzt joint eine der nächsten Mal. Kommt doch mit nach Kopangan, joint doch die Family. Hier ist doch genug Platz für jeden. Ja, der Leopold hat nur 2 Paar Socken. Da bin ich wieder inspiriert, minimalistischer zu werden. Ich weiß nicht, irgendwie in Schuhen ohne Socken finde ich nicht so angenehm. Ja, was braucht man eigentlich? Neues iPhone 14. iPhone, AirPods, Schlüssel, Star Projector, Spikeball, JBL-Box, Mac und iPhone, wenn man halt so wie ich Podcast macht, Podcast-Equipment, ein paar Vlogging-Kameras. Was habe ich vergessen? No way. No way, genau. Leopold hat es gecheckt, er hat einfach den gleichen Koffer. Da. Oh, das ist everything I own. Ja, ja, echt? Ja. So ein paar Pants, paar Tanks, paar Socken, paar Schuhe. Das bist du, weißt du? Der Hund so, hey, du willst rausgehen, dann geht einfach raus. So, es ist doch eher so, es bist doch du. Und dann nicht im Außen suchen, sondern in dir. Ja, ich bin's. Und dann so, das, ja, das ist nice to have, aber brauche ich das wirklich? Und dann so, ja, was excited mich? Die Dinge. Und dann nicht so, but I would recommend, don't take minimalism too far. Das ist dann so, ja, weniger ist besser. Nein, das, was dich excited, die Sachen. Und dann excited sich nicht mehr und dann, ja, dann weg mit den Sachen, so, weißt du? Ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Wir sind erstmal auf der Play Party. Out. Okay, Leute, wir bereiten hier die Play Party vor. Machen wir hier einen 360-Shot. Das hier ist ja eins von den Rooms. Und jetzt? Ja. Schau, wie stark ich bin. Boom, Digga. Aber jetzt schmeiß ich auch so drauf. Okay, seid ihr ready? Macht euch ready? Hier ein bisschen niedriger. Boots, Digga. Ich will noch ein Video davon. Hier. Die Ekligen werden da hinten mitgenommen. Ah, ne, die Ekligen sitzen ja vorne. Auf Premium. Und da sitzen die Obdachlosen. So, hier hin. Und dann die Schuhe ausziehen. Und mit so vielen Leuten da hinten fahre ich ja jetzt nicht Auto. Was macht ihr da? Was macht ihr da? Hattet ihr auch so viel Spaß wie wir? Nein. Seid ihr excited, nach oben zu tragen alles? Also wenn es nicht dein Excitement ist, geh hoch, ich trage dich hoch und schlaf direkt.